Und so. So? Ja. Herzlich willkommen! Danke! Nicht dir, so. Euch Zuschauer zur neuen Ausgabe von Rudel TV. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute mal live hier in unserer Halle. Nicht von einem Turnier, nicht von der Hochzeit oder wo auch immer. Nein, da wo wir herkommen, da wo wir immer sein werden, beim Crossminton. Genau, beziehungsweise wir schwenken mal kurz rüber. Heute sind hier lustige UFOs aufgestellt. Was mag das wohl sein? Wir wissen es nicht genau. Es ist für mich eine völlig neue Erfahrung. Habe ich bisher noch nicht erlebt, habe ich noch nicht mitgemacht. Ich bin ganz gespannt. Das Publikum, denke ich auch, viele neue Gesichter hier, um dieses neue, fantastische Sportevent hier in Berlin in der Nähe der Max-Schmeling-Halle mitzuerleben. Jetzt haben wir noch nicht verraten, was es ist. Machen wir es jetzt oder sagen wir mal das gleich? Sag du es. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht es in der nächsten Schalte. Bleibt dran. Wir sind wieder zurück von Rudel TV. Und ihr hört die wummernden Bässe von Scooter im Hintergrund. Richtig, wir sind auf einer Blackminton-Party. Yeah, Mann, Blackminton, hyper, hyper. Genau, ihr seht, wir sind ganz bunt angezogen. Hier schminken sich schon eifrig die Leute, richtig krasse Hände am Start. Und im Hintergrund wird gespielt. Und zu den Vibes von HB Baxter, richtig. Ich denke, die Leute haben richtig Spaß, gehen richtig ab auf dem Parkett. Kann man das sagen? Auf dem Parkett? Jawohl. Ja, ja, auch wenn es Linoleum oder sowas ist. Ja, ich glaube, es macht Spaß. Wir spielen jetzt auch, wir werfen uns jetzt rein. Ja. Wir spielen mal ein Match. Und ja, aber es ist noch nicht, ja nicht alles, was wir noch hier haben. Richtige Kosten. Wir haben noch mehr in petto. Crossmitten-Spieler mit einer Schwarzlichtallergie oder ja, Blackminton-Überdrüssigkeit kommen bei uns natürlich auch auf ihre Kosten. Oder einer Techno-Aversion. Ja, ich glaube, es ist laut genug, dass man das auch drüben hört. Da drüben ist hinter Vorhang, wird richtig gespielt. Da gehen wir gleich auch noch hin, aber jetzt erstmal Blackminton. Eine Runde Blackminton, los geht's. Versprochen, auch ein Blick auf die andere Seite des Vorhangs, denn hier findet Crossminton statt. Crossminton, ganz normale Bedingungen, unter normalem Licht, ohne sich großartig angemalt zu haben. Hier bei den Füchsen Crossminton Training freitags und montags. Montags Training, freitags freies Spiel. In den Variationen Doppel oder auch Einzel. Das heißt, heute Abend nicht nur Blackminton, sondern auch Crossminton. Das können nur wir, das können nur die Füchse. Und deshalb gehen wir wieder zurück und spielen weiter Blackminton. Wichtig beim Blackminton ist natürlich gut auszusehen. Wer das richtig gut beherrscht, sind Mirelles Tochter Antonia und natürlich Mathilda, die das sehr gut beherrschen. Die sehen mal wieder klasse aus hier. Man kann sich nicht nur im Gesicht anmalen, sondern natürlich auch an den Füßen. Rechts und links, für die, die nicht wissen, wohin es richtig geht. Also nicht nur spielen, sondern natürlich auch Styling, extrem wichtig. Großes Kino, Freunde. Hier erlebt man was. So, ihr seht. Wir sind's wieder. Von Rudel TV? Natürlich, wer sonst? Und die Halle ist leer? Ja, aufgeräumt, picobello. Sauber wie eh und je, rutschig. Musik ist aus. Rutschig trotzdem? Wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel. Rabum, bum, bum. So richtig nach Hause gehen wir nicht, obwohl natürlich Ronny, die Tortenwerkstatt, unser zweites Zuhause ist. Ja. Aber wir möchten euch nochmal sagen, ihr könnt natürlich auch dabei sein. Nämlich das nächste Mal am 20. Januar. 2017.
Allerdings erst, also quasi nächstes Jahr, findet die nächste Blackminton-Veranstaltung hier in Vorfreude der Halle. Vorfreude soll ja bekanntlich die schönste Freude sein. Warum fällst du mir nicht immer ins Wort, Robert? Ich ergänze dich doch nur. Ach so. Das ist doch unsere Nummer. Das hat uns groß gemacht. Wir müssen auch was Neues ausprobieren. Im okay. Februar geht es dann weiter. Ende Februar, irgendwann 24. glaube ich. Das heißt, ihr habt noch Zeit vorbeizukommen. Es hat riesig Spaß gemacht. Auch super. Die Mischung aus Crossminton und Blackminton. Aber wir sehen uns gleich bei Ronny, da erzählen wir euch noch mehr Blödsinn. Also, bis gleich, dranbleiben. Stay tuned. So, wie versprochen, jetzt bei Ronny. Wir sind's, Rudel TV. Halbzeit 3. Denkt an die Elektrolyte. Wir sind in der Trottenwerkstatt in der Kleimstraße in Berlin, in Wedding. Beziehungsweise Ortsteil Gesundbrunn, früher mal Ortsteil des Bezirkes Wedding. Aber ganz dicht am Prenzlauer Berg. Genau, hier in die Richtung ist quasi die Max-Schwenning-Halle, wo heute irgendeine Band gespielt hat. Ich glaube, Bastille. Wer? Bastille. Ja, ja. Aber das nur am Rande. Ja, Blackminton ist vorbei. Wir sind wie üblich zu Torte und Bier bei Ronny. Und? Chips. Elektrolyte. Wegen der Elektrolyte, nicht wegen der Kohlenhydrate. Elektrolytmangel und so. Elektrolyte. Ja, wir reden schon wieder ewig. Max hat eigentlich schon wieder abgeschaltet. Und wir hoffen, ihr noch nicht. Bleibt noch ein bisschen dran. Mal gucken, vielleicht haben wir noch was vorbereitet. Haben wir noch was vorbereitet? Das kann sein. Aber wir wissen es beide noch nicht. Nee. Ihr könnt hier auf der Zeitleiste ja sehen, wie viel noch, wie lange das Video noch dauert. Also könnt ihr ungefähr abschätzen, ob noch was kommt oder nicht. Aber wir sagen einfach schon mal Tschüss. Schön, dass ihr da dran gewesen seid und dabei. Und wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Genau. Und wenn ihr noch mehr über Blackminton und die Füchse erfahren wollt, dann klickt mal hier auf diesen Link. Und bis zum nächsten Mal. Ich hatte auch meine Nase. Ich hatte auch auf die Nase. Klickt mal auf die Nase. Da, boom.